Österreichs Bevölkerung wächst und knackt die 9-Millionen-Marke. Mehr dazu und weitere wichtige Meldungen des Tages erfahren Sie in unserem ORF3-Nachrichtenüberblick. Im Norden Neuseelands wütet ein heftiger Tropensturm. Das Land ruft einen nationalen Notstand aus. Der Zyklon Gabriele hat Überschwemmungen, Erdrutsche und Flutwellen verursacht. Zehntausende Haushalte sind ohne Strom. Die Einwohnerinnen und Einwohner sind aufgerufen, sich in Sicherheit zu bringen. Heute Dienstag kommen die VerteidigungsministerInnen der 30 NATO-Staaten zu einem Treffen zusammen. Zwei Tage werden sie in Brüssel über den Krieg in der Ukraine, aber auch den Ausbau der Waffenbestände im Bündnis beraten. Weiteres Thema ist unter anderem der zusätzliche Schutz kritischer Infrastruktur unter Wasser nach dem mutmaßlichen Sabotageakt gegen die Erdgasleitungen Nord Stream 1 und 2. 8 Tage nach dem verheerenden Erdbeben in der türkisch-syrischen Grenzregion gibt es kaum mehr Hoffnung auf Überlebende. Die Zahl der bestätigten Toten liegt derzeit bei mehr als 37.000. Über 80.000 wurden verletzt. Tausende werden noch vermisst. Das US-Militär hat erste Trümmerteile des chinesischen Ballons geborgen. Dabei handle es sich unter anderem um Sensoren und Elektronik. Wegen eines Spionageverdachts wurde der Ballon am 4. Februar von einem US-Kampfjet abgeschossen. Jetzt gibt es trotz Spannungen zwischen den USA und China erste Hinweise auf Gespräche. In der Republik Moldau hat die Präsidentin vor einem Umsturzversuch durch Russland gewarnt. Die kleine frühere Sowjetrepublik grenzt an die Ukraine und ist politisch sehr instabil. Der Kreml hatte zuletzt wiederholt kritisiert, der Westen würde Moldau für eine Anti-Russland-Politik benutzen. Die kleine ehemalige Sowjetrepublik wirkt wie ein leichtes Opfer, abhängig von russischer Energie und westlichen Hilfen, gesellschaftlich zerrissen zwischen Ost und West. Stabil ist hier nichts. Der letzte Regierungswechsel war am Freitag. Die Inflation ist die höchste in Europa und Russland zündelt. Vor ein paar Tagen erst flog wieder eine russische Rakete über das Land. Die Präsidentin will dem mächtigen Russland trotzen, sagt sie. Es gibt einen Plan, Söldner einzuschleusen, Proteste anzuzetteln, mit dem Ziel, die Kontrolle in Moldau zu übernehmen. Er wird nicht erfolgreich sein. Die Informationen dazu kommen vom ukrainischen Geheimdienst. Und was der russische Außenminister von sich gibt, klingt für Moldau tatsächlich unangenehm bekannt. Der Westen habe dort das nächste antirussische Projekt geplant, sagt Lavrov. Man habe eine Präsidentin installiert, die in die NATO will. Die Präsidentin will das Land jedenfalls in die EU führen. Und nicht alle wollen mit. Die prorussische Opposition organisiert immer wieder Proteste. Moldau ist ein leichtes Opfer, wenn man zündeln will. Und dazu ist uns jetzt Politikwissenschaftler Gerhard Mangott zugeschaltet. Guten Tag, Herr Mangott. Guten Tag. Wir haben es gerade im Beitrag gehört. Moldaus Präsidentin Maia Sandu warnt vor einem russischen Putsch. Wie schätzen Sie das ein? Nun, denkmöglich ist es, dass Russland im Verbund mit Oppositionellen in Moldova, die sich allerdings im Exil befinden, wie Ilan Shor oder Wladimir Plahotniuk, in der Moldau einen Umsturz durchführen möchte. Die Techniken, die angeblich angewandt werden sollen, sind Techniken, die von der russischen Seite auch in anderen Fällen verwendet worden sind. Also es ist diese Aussage über einen bevorstehenden Putsch, einen Putschversuch mit ausländischer Beteiligung, durchaus ernst zu nehmen. Es ist aber auch eine Restwahrscheinlichkeit, dass die jetzige Führung der Republik diese Putschgerüchte verstärkt und sie hochschreibt und redet, auch weil man dann Proteste der Bevölkerung in der Moldau gegen Preissteigerungen, gegen hohe Gaspreise, gegen eine Energiemangellage dann immer diskreditieren könnte als sozusagen organisiert und angestiftet durch Russland mit dem Ziel eines Sturzes der Regierung der Moldau. Es könnte also auch eine Ablenkung von den eigentlichen Problemen sein. Als Zivilisten verkleidete Söldner sollten offenbar in Moldau einreisen, um für Ausschreitungen zu sorgen. Wie könnte so ein Putschversuch aussehen? Wie muss man sich das vorstellen?
Und angeblich, so der Geheimdienstbefund der Ukraine, aber auch der der Moldau, sollen Staatsbürger Serbiens, Montenegros, von Belarus und Russlands, Söldner, verzeihen Sie, Soldaten als Zivilisten verkleidet in der Moldau für Unruhe sorgen. Es ist etwas eigentümlich, dass man auch Bürger aus Montenegro in diesem Putschversuch oder in diesem geplanten Putsch vermutet. Aber es ist möglich, denn auch dort gibt es in Montenegro eine starke russlandfreundliche Position und Partei und Bewegung. Und mit einem solchen Vorstoß könnte man tatsächlich versuchen, Regierung zum Fall zu bringen, Maja Sandu, die Präsidentin, zu Fall zu bringen und eben für Neuwahlen zu sorgen. Aber es ist schon zu sagen, bei Neuwahlen ist es nicht sehr wahrscheinlich, dass sich diese prorussischen Kräfte auch tatsächlich durchsetzen könnten. Sandu kündigt jedenfalls Widerstand an. Wie könnte dieser Widerstand aussehen? Nun, sie hat gesagt, sie bittet das Parlament, bestimmte Gesetze zu verschärfen, die es eben den Geheimdiensten erlaubt, den Geheimdiensten Moldaus erlauben, eben gegen solche Gefahren, gegen solche Gefährdungen vorzugehen. Das ist, wenn es sich tatsächlich um ein realistisches Putsch-Szenario handeln sollte, auch vernünftig, das zu tun. Aber wie gesagt, es ist auch immer die Warnung mit zu bedenken, dass man dann solche verschärften Gesetze, die mehr Kontrolle über Demonstrationen bringen, auch versuchen könnte, die protestierenden Bürger und Bürgerinnen der Moldau, die eben gegen die miserablen sozialen Verhältnisse demonstrieren, zu kriminalisieren. Am 24. Februar ist der Kriegsbeginn ein Jahr her. Mit welchen Angriffen muss denn die Ukraine jetzt rechnen? Und die allermeisten Beobachter rechnen mit einer Frühjahrsoffensive der russischen Armee, und zwar würde die in der Provinz Donetsk erfolgen. Dort kontrolliert die Ukraine immerhin noch 40% des Territoriums dieser Provinz, und Russland hat ja die Befreiung, so die russische Diktion, des Donbass, zu dem die Provinz Donetsk gehört, ja zu einem prioritären Kriegsziel erklärt. Es ist jetzt schon seit Monaten ein Kampf im Gange um die Städte Bachmut und Wuleda. Diese müssten dann auch genommen werden von der russischen Seite, um dann in einer Offensive gegen die Linie Sloviansk und Kramatorsk vorzustoßen, der zentralen Verteidigungslinie der ukrainischen Armee in dieser Provinz. Das würde massive Kräfte erfordern, die die russische Seite durch die Teilmobilmachung auch zur Verfügung hat, auch wenn es sich hier nicht um gut ausgebildete und gut ausgerüstete Kräfte handelt. Aber denkmöglich ist ein Erfolg einer solchen Offensive schon, aber keineswegs sicher. NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg schließt die Lieferung von Kampfjets an die Ukraine nicht grundsätzlich aus. Wie viel Sinn macht denn auch die Lieferung von Kampfflugzeugen gemeinsam mit der Lieferung von Kampfpanzern? Nun, wenn Panzer und Kampfflugzeuge und weitreichende Artillerie geliefert werden sollten, dann erlaubt das der Ukraine, im Verbund der Waffengattungen zu operieren. Und das würde die Offensivkraft der ukrainischen Seite, die ja vermutlich auch eine Gegenoffensive plant, deutlich steigern. Aber es schaut im Augenblick nicht danach aus, dass es zur Lieferung von Kampfflugzeugen kommen kann. Biden und Scholz haben sich klar dagegen positioniert. Macron lässt die Entscheidung offen. Der britische Premier wollte sich auch nicht dazu durchringen, eine solche Zusage zu machen. Und selbst wenn heute die Zustimmung fallen sollte zur Lieferung von Kampfflugzeugen, was nicht passieren wird, dann würde es viele Monate dauern, um ukrainische Kampfpiloten an diesen westlichen Maschinen, vor allem F-16, auszubilden. Also wie gesagt, sollte heute schon die Entscheidung fallen, dann wird es mindestens 6 Monate dauern, bis diese Flugzeuge auch geliefert werden können. Aber wir haben ja dieselben Lieferprobleme bei den westlichen Kampfpanzern. Die ursprünglich so groß angelegte Lieferung von Leopard 2 Panzern, die lässt ja auch auf sich warten. Da geht auch nicht viel weiter. Diese berühmte Panzerkoalition Europas, die steht bis heute noch immer nicht. Heute treffen sich die Verteidigungsminister der NATO-Staaten. Sie haben schon kurz erwähnt, was erwarten Sie sich von diesem Treffen?
Nun, im Hinblick auf Kampfflugzeuge wird es hier definitiv keine Entscheidung geben, aber man wird über diese Frage sicherlich diskutieren und da werden auch die widersprüchlichen und widerstreitenden Ansichten verschiedener Regierungen von NATO-Staaten aufeinandertreffen. Man wird in diesem Verbund sicherlich auch über Fortschritte oder notwendige Fortschritte bei der Lieferung von Kampfpanzern sprechen und anderer Munition an die Ukraine. Aber in diesem Bündnis, auf dieser Tagung geht es auch darum, die NATO zu positionieren für diese neue kalte Kriegslinie, die Europa durchzieht. Man will sprechen über eine Verstärkung der offensiven Streitkräfte der NATO, eine Steigerung auf bis zu 300.000 Mann. Auch das wird Thema des Bündnisses dieser Tagung sein. Und man wird natürlich auch den Gipfel der NATO-Staaten im Juli dieses Jahres vorbereiten wollen. Wozu will man denn die Ukraine eigentlich befähigen? Was sollten denn die westlichen Regierungen anstreben? Genau das ist die entscheidende Frage, wenn wir darüber diskutieren, welche Waffen sollen in welchem Umfang wann geliefert werden. Die westlichen Regierungen zeigen sich nach außen einig, sie sind es aber intern nicht. Manche Regierungen wollen Waffen liefern, sodass die Ukraine dazu in der Lage ist, ihr Kriegsziel zu erreichen, nämlich alle russischen Truppen aus dem gesamten Territorium der Ukraine zu vertreiben, einschließlich der Krim. Und dann gibt es westliche Regierungen, die sagen, das maximale Kriegsziel, das ist zu gefährlich. Das könnte zu schwerwiegenden Eskalationsschritten durch Russland führen, entweder horizontal durch die Einbeziehung neuer Staaten in den Krieg oder wahrscheinlicher und katastrophaler eine vertikale Eskalation, nämlich der Zugriff auf taktische Nuklearwaffen, wenn Putin mit dem Rücken zur Wand steht. Also die Frage, wozu möchte man die Ukraine befähigen, ist die zentrale Frage und da gibt es eben im Westen einen erheblichen Dissens. Derzeit fokussiert sich aber alles auf Waffenlieferungen. Welche anderen Szenarien sehen Sie denn noch? Könnte es nicht auch noch Verhandlungen geben? Welche realistischen Szenarien gibt es? Im Augenblick gibt es keinerlei Chancen auf Verhandlungen, denn beide Seiten setzen gerade jetzt in den Frühjahrsoffensiven auf militärische Erfolge auf dem Schlachtfeld. Russland will sein erobertes Gebiet ausdehnen, die Ukraine möchte Gebiet zurückerobern und beide glauben fest an die Möglichkeit eines militärischen Sieges. Da ist für Verhandlungen selbst über eine Waffenruhe eben gar kein Platz. Und zweitens, in den Verhandlungen, zu denen sich beide Seiten grundsätzlich bereit erklären, stellen die beiden Seiten Bedingungen, die von der jeweils anderen Seite nicht anerkannt werden können. Russland will, dass die Ukraine die Realitäten am Boden, so die Formulierung, anerkennt. Das heißt, dass die vier teilweise besetzten Regionen in der Süd- und Ostukraine als russisches Staatsgebiet anerkannt werden. Das kann die Ukraine natürlich nicht tun. Und die Ukraine sagt umgekehrt, wir verhandeln mit Russland erst, wenn alle russischen Soldaten die Ukraine verlassen haben. Aber da stellt sich natürlich die große Frage, was wäre denn dann noch zu verhandeln? Denn das wäre eine katastrophale Niederlage für die russische Seite. Also ein Ende der militärischen Auseinandersetzungen ist nicht in Sicht. Gerd Mangold, vielen Dank für Ihre Einschätzungen und schönen Vormittag. Sehr gerne. Ihnen auch.